Ein noch kleinerer Finger. Finger als Glücksbringer. Arme Sünderfett. Alt und ranzig, würzig im Geschmack. Herr Hofer, ich kann es echt nicht mehr hören und sehen. Die Geschichte der Guillotine. Wie kommst du denn jetzt auf die? Ja, das ist ein Ding! Rübe ab und noch einmal schlapp. Schlapp. Hilfe! Gib mir was, tut der Kleine an. Gib mir was zum Verdauen. Hunger! Ruhe! Jetzt rollen die Köpfe schon im Maschinentakt. Schlackbumm, 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 Schlackbumm. An allem, so sagt die Gewerkschaft, ist der humane Strafvollzug schuld. Aber genau das ist, was ich will. Der Delinquent soll geköpft werden, ohne dass er was merkt. Gleiches Recht für alle beim Sterben. In Zukunft soll alles sauber sein beim Töten. Wenn massenweise Köpfe rollen, kann ich mich laben aus dem Vollen. Das Land ist zu säubern, von unerwünschten Subjekten, Privilegien sind abzuschaffen. Nieder mit dem Hochadel! Als Leichen tun sich alle gleich. Es lebe die Gleichlebigkeit! Auch die Zuführung des zu köpfenden Menschen ist mechanisch einwandfrei, keimfrei und todsicher. Der Delinquent wird an ein Brett gestellt, angeschnallt, nach vorgekippt und nach vorgeschoben. Die Lunette schnappt um den Hals zu, dass dieser den Kopf nicht mehr drehen kann. Das Bein fällt. Kopf ab. Tschüss. Der nächste bitte. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Zustimmung und den Auftrag für die serienmäßige Herstellung und vergessen Sie nicht, die Zeit drängt, die Revolution naht. Bürger, ja, zu euch spreche ich. Ihr, die euch vom Straßenböbel unterscheidet. Nicht die Randalierer sind das Volk. Nicht der König, nicht der Adel, nicht die Geistlichkeit. Wir sind es. Das Volk. Der Mittelstand. Ich flehe euch an, wenn euch euer Eigentum etwas wert ist. Lasst nicht zu, dass Tagelöhner, Herumtreiber und anderes Gesindel sich zusammenrotten, um nach euren Geldbeuteln zu greifen. Ihr seid das Herz der Gesellschaft, durch die und durch Handel und Wandel Geld in die Kanäle gepumpt wird. Ihr seid am Puls der Zeit. Ihr seid das Blut des Allgemeinwesens. Heilig ist das Eigentum. Wer aber nicht zahlt im Dienste des Wohles aller oder nicht zahlen kann, der soll nicht mitreden. Alles andere ist Schmarotzerei. Die Republik der Gleichen muss sauber bleiben und braucht Moral. Um der Wahrheit willen sage ich euch, die Freiheit. Die Freiheit ist Wasser in einem tiefen Brunnen. Man trägt es in Eimern und geht sorgsam damit um, damit man nicht verschüttet und die Erde fruchtbar bleibt. Wer da aber glaubt, aus dem Vollen schöpfen zu müssen, und meint, alles Wasser in allen Mengen einfach so herauspumpen zu können, der überschwemmt uns mit Überfluss. Ja, das mag im Moment das Paradies sein, aber es ist nicht von Dauer.
Die Welle beschlägt sich und kommt über euch. So rächt sich die Natur. Freunde, vergesst nicht, wir haben die Erde nur gebaut für unsere Kinder. Vom Hängen und vom Schlachten habe ich vom Tod geträumt. Rübe ab, Gurke weg. Aberglaubens ist vorüber. Es gibt keine Wunder mehr und keinen strafenden Himmel. Kinder des Volkes, ihr werdet ohne Vater sein. Seid ihr reif dafür? Mm-hmm.